Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Linux. So, dieses Mal wollen wir ein bisschen uns um die Ordner kümmern, denn die sind ja auch nicht gerade unwichtig. Als allererstes sollten wir dazu mal Folgendes kennen. Und zwar, wir wollen einen Ordner erstellen, in dem wir unsere First File reinschieben können. Das tun wir, indem wir sagen mkdir. So, das heißt so viel wie make directory, also so viel wie erstelle mir einen Ordner. Und jetzt kommt hier hinten dran einfach der Ordner, in dem wir gerade, den wir erstellen wollen. Achtung, der wird dort reingeschrieben, wo wir gerade sind. Das heißt, wir sind gerade im Ordner Root, also hier drin, wo meine Dateien liegen. Das heißt, hier wird dieser Ordner auch erstellt. Und dann sagen wir einfach mal andere Dateien. So. Und schon haben wir hier einen Ordner mit andere Dateien erstellt. Jetzt hat der logischerweise schon Ausführrechte, sonst dürften wir überhaupt nicht rein. Wir können uns die ganzen Rechte logischerweise auch nochmal angucken mit ls-l. Andere Dateien hat standardmäßig als Ordner diese Rechte. Und ja, ist halt so, aber passt auch. Okay, also nochmal weg. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, diesen Ordner wieder entfernen wollen, funktioniert übrigens auch mit. Nee, funktioniert nicht mit Dateien. Wenn wir eine Datei erstellen wollen, wir erstellen erst nochmal eine Datei. Touch my second file. So. Und dann haben wir jetzt hier eine zweite Datei. So, jetzt wollten wir die aber eigentlich gar nicht erstellen. Ups, jetzt wollen wir sie wieder loshaben. Da sagen wir remove und dann den Dateinamen. Achtung, remove ist wirklich endgültig. Also nicht so wie in Windows, Papierkorb und dann nochmal bestätigen und nochmal bestätigen. Sondern es ist wirklich endgültig, die Datei ist weg und ihr kriegt sie höchstwahrscheinlich auch nicht mehr wiedererstellt. Also seid damit vorsichtig. Wenn ihr ein anderes Windows habt, dann braucht ihr da höchstwahrscheinlich Administratorrechte. Die bekommt ihr, wenn ihr sudo vorne dran eingebt. Also sudo rm my second file löscht diese Datei. Wahrscheinlich werdet ihr nach eurem Passwort gefragt. Einfach Passwort eingeben. Nicht wundern, wenn es nicht erscheint. Aber in Kali haben wir diese Probleme nicht. Da können wir einfach, deswegen mag ich das übrigens auch als Einsteiger-Betriebssystem für Unix. Remove my second file. So, und weg ist sie. Und wie gesagt, es gibt zwar einen Papierkorb, aber da ist nichts drin. Da können wir auch nichts wiederherstellen. Wie gesagt, die wird einfach echt gelöscht. So, jetzt wollten wir aber dieses Directory auch löschen, weil wir das auch irgendwie irrtümlich erstellt haben. Deswegen sagen wir remove dir. Und dann andere Dateien. Und schon ist es weg. So, und das Coole ist, jetzt haben wir alles wieder los, was wir hier haben wollten. Jetzt wollten wir aber doch noch dieses Ding doch wieder behalten. Wenn ihr jetzt Sachen zweimal erstellt, also so ungefähr, dann kommt ein Fehler, dass Sachen nicht eingelegt werden. Denn die Datei oder ja, ein Ordner ist auch eine Datei, sozusagen. Existiert bereits. Geht auch mit Dateien, mit normalen. Da passiert dasselbe. Gut, und jetzt wollen wir my first file in andere Dateien schieben. Das könnten wir einfach machen, indem wir hierher gehen und die da reinziehen per Drag and Drop, so wie es jeder normale Mensch machen würde. Wir wollen sie jetzt aber cool kopieren und zwar mit der Kommandozeile, die übrigens grün ist, damit wir irgendwie an die ganzen schlechten Filme erinnern. Noch eine Sache, die ich bisher nicht gesagt habe. Nach diesen Videos werden wir vielleicht so in Richtung Sicherheit gehen und vielleicht auch das ein oder andere System bei uns testen, ob es sicher genug ist. Auch Kali Linux ist tatsächlich dafür gedacht und ich ermutige euch absolut, das bei euren eigenen Sachen zu tun, aber bei niemandes anderes Sachen. Also wenn ihr da irgendwas angreift, ich bin dafür nicht verantwortlich. Und ich ermutige euch auch nicht dazu. Ich will bloß euch zeigen, wie ihr mit den ganzen Werkzeugen auf Kali Linux umgeht oder generell die ganzen Werkzeuge will ich euch zeigen, damit ihr euer eigenes System testen könnt und schauen könnt, wie sicher ist es. Oder vielleicht auch für andere, die euch ausdrücklich darum um Erlaubnis gebeten haben, zu testen, wie sicher ihre Systeme sind, dass da zum Beispiel nicht irgendwie der Nachbar einbricht oder sowas. Dazu zeige ich euch das und zu nichts anderem. Also wehe, ihr benutzt das irgendwie böse. Das ist strafbar, nur zum Sagen. Gut, machen wir also weiter. Wir haben jetzt die Datei und wollen die da reinschieben. Aktuell ist es übrigens noch nicht irgendwie was Böses, sondern einfach nur ganz normales Linux. Genau, wir wollen die Datei rein kopieren erstmal. Und zwar mit Copy. CP heißt Copy. Ups.
Und wenn man groß schreiben und Pfeil nach rechts drückt, kommt ein D. Ja. Also Copy und dann My First File. Und zwar wollen wir die kopieren nach andere Dateien. Also gehen wir her und schreiben andere Dateien. Slash. Und jetzt kommt hier der Dateiname rein. Zum Beispiel My First. Oh, wait. Second File. So, und jetzt können wir mal nachgucken gehen. Hier drin ist eine My First. Oh, wait, My Second File. Und das ist genau derselbe Inhalt wie hier drin, wo immer noch das Zeug vom letzten Video drin rumgammelt. Steht genau dasselbe drin. Jetzt wollten wir die doch eigentlich verschieben. Und das kann man machen mit MV. Also Move. Und zwar Move My First File nach andere Dateien. Umbenennen funktioniert übrigens auch. Ich würde sagen, wir machen erstmal umbenennen. Move My First File in My Third File. Was jetzt passiert ist folgendes: Die Datei wird gelöscht und an anderer Stelle wieder eingefügt. Und zwar aus dem alten Namen gelöscht und als neuer Name wird der hier genommen. Was das effizient ist oder effektiv ist, dann im Endeffekt ist es eine Umbenennung der Datei aus My First File in My Third File. Und so kann man Sachen umbenennen. So kann man sie aber auch verschieben. My Third File nach andere Dateien und sagen wir hier wieder My Third File. Das heißt, ihr müsst sie nicht umbenennen, aber ihr könnt. Und jetzt wurde sie, wie gesagt, hier rein verschoben. Gut. Können wir übrigens auch nachgucken, indem wir hier einfach sagen, cd andere Dateien und dann nochmal ls. Da sind die ganzen Sachen aufgelistet.